zauberhaft. Jetzt machen wir direkt vor die Haustür. Ja, jetzt muss ich bloß noch die Sachen aus dem Kofferraum rauskriechen. So, das sind jetzt noch die zwei Jacken und das eine Unterteil noch. So. So. Kofferraum ist leer. Bitte los. Du weißt noch, welche Etage? Nein. Etage 3, Apartment 12. Ich mach dir gleich auf. Zauberhaft. Kannst du mir einfach dort neu klatschen hier und das Ding? Ach, warte, das muss ich aufschließen. Oder ist es offen? Ich weiß es gar nicht. Doch, ist offen, kannst du einfach neu klatschen. Der Kleiderschrank schon voll. Nein, das nicht. Aber so kann ich es besser rum und nimm sortieren. So. Gut. Wie machen wir es da jetzt? Willst du da erst nochmal hinfahren oder wartest du hier, bis ich mich schick gemacht habe? Ja, ich bringe die Sachen noch weg und dann komme ich. Alles klar, dann sehen wir uns ja gleich wieder. Ja. Na, bis gleich, mein Guter. Bis gleich. Ich mache noch hier die Tiere zu, nicht, dass noch jemand kommt und mich überrascht. Oh, der Arsch. Alter Falter. Du hast den Arsch des Jahrtausends in der Hose. So, mach mal auf hier. Und jetzt nimmst du erstmal am bestenfalls gleich zwei Joints mit. Zu einer Cup-Party. Ich finde, das ist eine herausragend gute Idee, Ilse, dass du da zwei Joints mitnimmst. Ich hab mich entschieden. Du bist schick, ich bin leger. Sind wir schick, leger. Geht doch auch. Nicht wahr? Ich habe gerade die Lina angerufen. Ich hoffe, die ruft mich gleich zurück, weil ich sie gefragt hatte, wo das ist. Und sie meinte, na, das steht doch auf der Einleitung. Die Lina oder die Nina? Lina, mit L wie Lustknabe. Ja, sie wollte den Harry fragen. Ich hoffe, sie ruft mich gleich zurück. Wollte Federico dich noch anrufen? Der wollte mich auch noch anrufen, aber ich brauche lieber zwei Leute, wo das ist. Weil ihr noch von beiden weiß, ist dann garantiert. Sind von den Sachen jetzt auch welche, die du gerade gekauft hast? Oder? Ja, der Pulli, die Hose und die Schuhe. Guck den Popo an. Schön, ja? Ne? Ja, los. Komm, für mein Alter ist der nicht schlecht. Ich habe mir jetzt diese Jacke angezogen, von der ich gerade erzählt habe. Ja. Das ist doch richtig. Oder ist deine ein anderes Blau? Ist, glaube ich, ein bisschen ein anderes Blau. Ich dachte, wenn es dann doch ein bisschen kühler wird, weißt du, ziehe ich ein Pulli an. Außerdem fühle ich mich darin am wohlsten. Obwohl die alle jetzt sind gleich. Ja. Und zwei Joints hab ich einstecken. Damit darfst du dich aber nicht erwischen lassen auf der Feier. Nee, in Rochscher davor schon. Eine bevor der Spiel losgeht und eine, wenn er vorbei ist. Richtig, ganz genau, so sieht's aus.
ungewohnt, dich mal mit so einem Pulli zu sehen. Ach, das habe ich früher ständig getragen. Ich habe auch noch so einen blau. Das ist mir das Liebste, da kannst du dich so neiwummeln, weißt du? Das ist gemütlich. Vor allem am Wochenende. Ja, generell. Und die Hose, das ist dieselbe Marke wie die ich auf Arbeit anhab, nur in einer anderen Farbe. Die sieht aber nicht aus wie Stoffhandschuhhose. Nee, ach du Heiland. Ach du Heiland. Das andere ist auch keine Schlafanzughose. Jetzt klingelt mein Telefon. Lina, mein Mädel. Irgendwie war die Verbindung gerade weg. Ja, ich hab's auch gemerkt. Sonst machen wir das so. Warte mal kurz. Ich frag mal kurz Harry einen Moment. Ja, wenn du es mir zumindest grob beschreiben könntest, weil ich bin mit Max unterwegs, wir werden dann bestimmt zusammen hinkommen. Warte mal kurz. Wie kann ich am besten beschreiben, wo die Phallomusfeier ist? Metro. MD hoch, zweite rechts. MD hoch und dann die zweite noch ein MD rechts. Genau. Zur Not sonst, Harry, wir fahren ja von zu Hause aus, ne? Dann fährt man doch Richtung Suburban. Nee, rechts, nicht links, Max. Ach, Mann. Ja, wie gesagt, vom MD hoch, die zweite rechts. Alles klar. Und dann wird man sonst, das schon sehen, nicht wahr? Ja, natürlich. Sonst ruf nochmal irgendwie Alex. Ja, ich habe den Federico angerufen, der hatte mir ja die Einladung geschickt. Genau, sonst ruf ihn nochmal an oder so. Ja, sonst kriegen wir das irgendwie hin. Ja, ich denke auch, man wird es schon finden, nur dass ich einen groben Überblick habe, wo es ist. Genau. Na, ich danke dir, mein Mädel. Dann sehen wir uns kein nachher. Problem. Bis nachher, ciao. Vom MD hoch, die zweite Straße rechts. Ja, ich habe gerade auf der Karte geguckt. Das ist ja da, wo wir gestern mit dem Transporter lang gefahren sind. Das kann sein. Das ist ja Industriegebiet. Na, ich warte mal auf den Federico. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Und ansonsten auch, wie schade, wir haben der Kate ihre Verlobungsfeier verpasst. Das ist natürlich traurig. Ach schade, wir haben es nicht gefunden. Oder ach schade, war kein Parkplatz. Platz mehr frei. Genau. Das ist sehr, sehr traurig. Schlimme Dinge geschehen du, manchmal. Du wärst ja so gern dabei gewesen. Ja, aber sowas finden wäre ich gerne dabei gewesen. Ist es nicht das Rennen eigentlich immer unten? Eigentlich schon. Wenn sie hier alle sind. Hier links wahrscheinlich, oder? Ja. Hallo. Schönen guten Abend. Kann man Ihnen helfen? Eigentlich suchen wir den Stand vom Little Italy tatsächlich. Oh, da bin ich. Dort gibt's Wein. Ich bin heute nur ein Platzeinweiser, aber ich bin der Meinung, wenn Sie jetzt hier vorlaufen, Ma'am, ja. Auf der, ja. Recht rum, ja, kommen Sie ja direkt durch dieses, der Pierre-Roupier-Tor, ja. Nenne ich jetzt mal, zu dem Jahrmarkt. Auf der rechten Seite müsste, ich glaube, ich müsste jetzt lügen, der dritte oder vierte Stand, das Little Italy sein. Das ist ja zauberhaft, ich rieche den Wein schon. Aber bitte nageln Sie mich nicht fest, ich weiß es jetzt nicht genau, ich habe den Lageplan leider nicht erhalten. Ich nagel Sie nicht fest, das tät Ihnen ja weh. Aber Sie wissen, wie ich es meine. Ja, natürlich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, es kommen wieder Autos. Vielen Dank. Schauen Sie einfach mal nach. Ja, ansonsten fragen Sie sich durch, ja? Dankeschön. Dankeschön.
Guck dir mal die Autos an. Der hat mich Ma'am genannt. Ja, und mich Sir. Meine Herren. Das liegt bestimmt an den Schuhen. Mit Sicherheit. Ach du Heiland, hier ist schon eine Menge los. So, er meinte rechts und dann der zweite war so gestanden. Eins mitnehmen. Von den da? Ich nehme den in der Mitte. Ich nehme den roten. Ja? Ne, den in der Mitte, der kann ich wenigstens wieder raus. Jetzt ist die Frage, wo ist Little Italy? Also das erste ist Knüssmann, den kenne ich. $40. Fragen ist eher nach hinten oder? Legen wir da eh keine Steine im Weg. Hallo Maddie. Hallöchen. Na, auch hier. Ja, ja, klar, ne? Business. Ja. Business? Wieso, hast du eigenes Business oder was? Ja, ja, ich bin als Sportmanagerin tätig. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ne, sportlich bin ich auch. Vor allen Dingen unsportlich. Unsportlich, ja. Ja gut, das ist auch ein Sportart. Ja, eben, ne. Das Einzige, was ich kann, ist Matratzensport. Das ist aber auch schnell ist. Ja gut, immerhin, ne? Ja, da hab ich ja jahrelange Übung, ne? Ja. Ja, ach Mensch. Und wen managst du da so? Ah, den Vietnam Nightmare, der auf ihn gefahren ist. Ach so. Naja, richtig Kohle jetzt. Mensch, nicht schlecht. Ist der richtig erfolgreich, oder was? Ich kenne mich mit diesem Wassersport nicht aus. Ja, das ist... Nicht schlecht, ne Mensch, da. Respekt, das ist ja auch Stress für dich. Ja, aber, hallo, Nee, aber da wollen wir dich nicht aufhalten, ne? Ja, alles gut, ich hole mir jetzt erstmal ein Bierchen. Ja, ich suche eigentlich den Weinchenstand. Ach so, ja, na siehst du mal. Ja, irgendwo muss ich noch was trinken, bevor wir auf die blöde Party nachher gehen. Party? Ach ja, eine Verlobungsfeier von einer Dame, die ich nicht leiden kann. Oh je. Ja, ich freue mich schon. Deswegen brauche ich Minimum 3 bis 4 Weinchen. Wieso gehst du denn da hin, wenn du die nicht magst? Ach ne, ich hab's einem Bekannten versprochen, bevor ich wusste, was es für eine Party ist. Oh nee, unnützig. Ja. Und jetzt kann ich ja schlecht wieder absagen. Ne, wir haben schon die Hoffnung, dass wir es nicht finden. Warte mal. Mensch. Aber wir sehen uns dann noch, ne? Ja, ne. Hallöchen. Wo bist du denn? Ah, ja. Da war ich auch gerade. Ich wollte mir gerade ein Bierchen beim Endstand holen, aber ich suche den noch. Aha. Eher vorne oder eher hinten? Okay. Ja, wo sonst? Okay, dann hole ich mir mal schnell was, dann komme ich zum Riesenrad. Ja, okay, cool. Dann bis gleich. Jo. Alles klar. Dann macht ihr noch einen schönen Abend, ne? Ja, ihr euch auch. Ja, ja, man sieht sich. Cool. Tschüsschen. Tschüss. Tschüss. Ich brauche jetzt einfach hier. Kennst du sie, die Madison? Nur vom Sehen. Ach so. Ja, ich auch bloß vom Sehen. Ich habe nicht mal ihre Telefonnummer. Ich kann die nicht mal anrufen. Aber Connection hast du ja. Ach nee, man hat sich halt mal auch bei Venture kennengelernt, mehr oder weniger. Und naja, dann hat man sich mal getroffen, nur durch Zufall. Ist immer mal so ein Hallo, ein bisschen plaudern, mehr aber auch nicht. Das ist nicht der beste Kaffee der Stadt hier, ne? Wie du sagst, gehört, hier gibt's Kaffee. Ich will keinen Kaffee, ich will Wein. Wein? Ja. Wein haben wir leider nicht dabei, ne? Ach, schade. Sind Sie vom Little Italy? Nee, Wissen Sie, wo der Stand vom Little Italy ist? Weil dort gibt's Wein.
Ja, der hat, glaube ich, so einen blauen Van, ne? Einen blauen Van. Ja, irgendwo hier rechts. Die haben nur so ein Auto hier stehen. Ach so, alles klar. Was gibt's denn bei Ihnen? Eis, ne? Shakes haben wir, verschiedene Sorten Eis und warme Waffeln. Oh, warme Waffeln ist aber auch was Feines. Ja, ja. Mit Himbeeren? Kann ich ihn machen. Dann würde ich immer warme Waffeln mit Himbeeren nehmen. Magst du auch? Ich auch. So, machen wir zweimal Matreis. Zweimal. Mach ich fertig. Dankeschön. Gerne. Wir müssen den Little Italy Stand finden. Ist noch dein Wein. Ja, ansonsten muss ich Bier trinken, aber Bier brauche ich mehr, bis ich betrunken bin. Ist das so? Ja. Ich dachte, vom Bier wird man schneller voll. Nee, vom Wein. Ich bin ja überhaupt kein Weintrinker. Nicht? Oh, das ist sowas Feines. Du musst das mal machen. Hast du eine Badewanne? Wie badest du etwa und dann trinkst du dabei Wein? Natürlich. Oder wenn du ein schönes Fußbad machst, dazu ein Glas Wein optimal. So, zahlen Sie zusammen? Ich zahle das, ja. Okay, dann haben wir einmal $24, bitte. Natürlich. Danke, ja, bitteschön. So, dann gebe ich einmal Sie. Vielen Dank. Und einmal der Herr, bitte sehr. Dankeschön. Dann lass es schmecken, ne? Vielen, vielen Dank. Einen schönen Tag noch. Ebenso, wünsche ich auch. Wiederschau. Tschüssi. Na, ich mach mal eine heiße Waffel. Ja, dafür, dass wir eigentlich eine Pizza wollten. Ich kann alles essen. Ich bin alt. Wenn ich dick werde, macht's nichts mehr. Ach nee. Ein blauer Van. Hast du gerade einen gesehen, als wir vorbeigelaufen sind? Nee. Ich habe aber auch nicht drauf geachtet. Da ist so ein dunkler. Die brechen alle Schilder über den Kopf. Na hier links, der hinten offen. Vielleicht ist das Italy. Ach, so mit Fahrrad herumfahren oder was? Aha, okay. Oh, ich. Ja. Hallo. Einen wunderbaren Tag. Ich wollte fragen, was es denn bei Ihnen so Leckeres gibt. Wir haben heute Sanigi, das sind Tentakel vom Oktopus mit Essig und Salz, noch ein bisschen Zitrone drauf. Sehr frisch kann ich Ihnen nur anbieten, sonst hätten wir noch die gebratenen Nudeln. Die können wir mit Rind und Hühnchen anbieten oder die gebratene Banane mit Honig und Zimt. Haben Sie auch alkoholische Getränke? Nee, haben wir nicht. Nee, okay, dann muss ich weitersuchen. Ich muss mich noch abschießen, bevor ich auf eine Party muss. Versuchen Sie mal hier beim nächsten, ihr recht. Ja, der hatte auch nichts, tatsächlich. Gar keine Ahnung, das ist so schlecht. Nee, ich suche eigentlich das Little Italy, da soll es Wein geben. Und Wein macht so schnell besoffen, das ist prima. Ja, das verstehe ich, das verstehe ich. Aber es gibt auch einen Schädel, ne, wenn Sie Flaschen haben. Ja, naja, das merkst du dann erst morgen. Ist es dann gewöhnt auch so ein bisschen oder trinkt einfach durch? Ja, oder das? Ja, das ist gut. Ich bin ja schon ein bisschen älter, da macht das nicht mehr. Ja, ja. Alles klar. Die Schmerzen auch nicht mehr. Ich kann das in den Knie und der Arthritis und so. Ich habe das auch manchmal. Ja, Joints helfen dagegen. Ja. Nee, die Lidli habe ich bisher nicht gesehen, aber ja, fragen Sie einfach mal rum. Alles klar, vielen Dank. Da vorne, ne? Ja. Hat er die Tentakeln auch geschwatzt? Nee, natürlich nicht. Ich müsste kurz den Würgereflex unterdrücken. Der hat mir auch schon was von seiner Arthritis erzählt. Einfach so oder weil du neugierig warst? Weil ich neugierig war. Guten Tag. Hallöchen. Hallo, Sie sind vom Little Italy, hoffe ich? Ja, genau. Ach, perfekt. Dann hoffe ich sehr, dass Sie Wein dabei haben. Ja, dabei. Haben Sie einen guten Rotwein dabei?
Ja. Dann auf jeden Fall für mich. Max, du auch? Nee, aber ich bezahle den beiden. Okay. Dann nimm Schleid zu ihr. So. Und der Herr möchte wirklich nichts. Ich hätte auch Wasser oder Sprung, also Limonade hätte ich da, Cola. Dann nehme ich eine Cola. Ja, haben Sie auch, was haben Sie denn zu essen noch da? Warten Sie erstmal den Wein. Vielen Dank. Ich habe da Pizza in sämtlichen Sorten, Salami, vegetarisch, Tonno, Diavolo, Schinken. Ich habe Bruschetta da. Oder ich hätte jetzt gerade Pizza. Als Getränk hätte ich noch Wasser, Kaffee, Limo und Cola und halt Wein. Also ich stelle noch eine Salami-Pizza dazu, ne? Und können wir hier auch noch was dazu? Ja, dann nehme ich auch eine Salami-Pizza. Du lässt dich leicht anstecken von mir. Ja. Und eine Cola war das, richtig? Ja, ich zahle alles zusammen. Ja, und eine Cola war das, richtig? Ach so, ja. Ja. Ach, Louis, mich versucht anzurufen. Hallöchen. Hallo, mein Junge. Na? Na? Ach, ganz gut. Wir sind gerade am Pier unten und ich habe mir gerade ein Weinchen organisiert. Aha, nicht schlecht. Na? Dann seid ihr also bei Atlantic Water Sports dort, ja, bei dem Pier? Ganz genau. Ah, okay. Und hier ist eine Menge los und haben jetzt schön Waffeln mit Himbeeren gegessen und jetzt gibt's noch schöne Pizza hinterher und ein bisschen Wein. Ah, okay. Ja, na, gut, dann kann ich meine Frage sparen, weil ich bin gerade ja bei dieser Neueröffnung von dem Restaurant. Ja, bei den Froschschenkel-Sachen. Ja, ja. Ach, das ist nicht so schlecht. Hier gibt es Macarons, Flammenkuchen, Ratatouille. Und Froschschenkel. Nee, tatsächlich nicht. Nicht, ne, dann ist das aber okay, erster Franzose. Tja, ach, dafür gibt's Flammen. Ein bisschen gedauert. Ja, das stimmt natürlich. Louis. Crème brûlée. Du sag mal, mein Junge, weißt du, wo heute Abend die Party stattfindet? Bitte schön. Achso, du meinst die Verlobung? Ja. Dort? Ich hab keine Ahnung. Die Lina meint irgendwie zwei Straßen über dem MD rechts. Den hat die Dame schon bekommen. Okay, ja. Also warte mal, bei der Einladung stand. Warte. Ja, die Straßennamen sagen wir ja immer nicht, weißt du? Ja, stimmt, das steht nur eine. Ach Mensch, jetzt muss ich einmal meine Pizza entgegennehmen. Nicht, dass ich hier die arme Dame hier aufhalte. Oh, bitte sehr. Okay, ja, auf jeden Fall, keine Ahnung, ich wollte Federico einfach fragen. Dank, irgendwie wird das schon was. Ja, ja, ich warte auch noch auf den Rückruf von Federico. Ach, ja, okay, gut, dann sehen wir uns hier später. Alles klar, bis nachher, mein Junge. Lass dich nicht vergiften bei den Franzosen. Ich versuch's. Alles klar, bis dann. Bis dann. Hast du meine Pizza mitgenommen? Ja. Ach so. Wo wir uns denn? Vielen Dank, die Dame. Wo wir hin wollen? Büschel, gehen wir vor. Richtung Riesenrad. Ja, machen wir. Auf geht's. Yay. Yeah. Hast du Englisch hier in Angst? Nee. Nicht. Also solange ich fest, wie soll man sagen? Und dann schön Schuss Marmelade. Wenn nichts wackelt oder so, dann nicht. Hm. Ah, ja. Hast du Höhenangst? Ja. Also kann man mit dir nie aufs Riesenrad oder sowas gehen? Nee, um Gottes Willen, ich kotze dir alles voll. Es ist irgendwas. Sie meinte, er wäre nicht da gewesen. Ach, guck mal, hier ist Musik anscheinend. Ja, Mann. Hey. Ich höre gar nicht. Das ist gut. Ich geh mal von der anderen Seite rum. Ich hab nicht mehr gewusst, dass das heute hier ist. Ne, ich dachte, das wäre nur das Ring gewesen. Es sind aber viele Stände hier. Das stimmt allerdings. Ist mir scheißegal, ich muss jetzt erstmal
mir ein Bein hinter die Binde kippe. Guten Durst. Danke. Sehr, der erste von vielen. Nee, ich kann mich nicht so betrinken. Aber ich würde gern. Ob das komisch rüberkommt, wenn ich in 2 Minuten schon wieder zu der Frau gehe. Weil du nochmal Wein haben willst. Ja. Du musst den Wein doch genießen. Mach ich doch. Hier sind ganz schön viele Polizisten, hast du das gesehen? Ja, die sorgen für die Sicherheit. Ja, scheiße, ich wollte ihn kiffen. Ja. Hinter den Wagen? Ja, oder da drüben, hier hinter dem Greensage. Na, ich glaube, das ist ein bisschen auffällig. Ja, aber ich renne doch nicht hinter die Wagen. Da hält sich noch jemand auf. Was wollen Sie denn hinter den Wagen? Nee. Ist da nicht eine Treppe, wo es runtergeht? Das stimmt. Aber da kommst du von dort aus besser ran. Du kennst dich wahrscheinlich hier besser aus. Du kennst schon die ganzen Spots. Naja. Jetzt ist ja alles, sieht ja alles anders aus hier. Ach, hier ist ja jetzt auch der Knussmann, ne? Ist das die Baustelle? Ja, ja. Ach, da stehen ja noch mehr Polizei, ne? Leckst mir doch fett. Auch einfach mal, ob man dahin darf. Ich renne gleich weg, wenn sie uns sieht. Ich wüsste nicht, warum wir das nicht dürfen. Weil dort ein Bagger steht? So. Hallo. Bloß eine Frage. Dort hinter zum Pier darf man wohl direkt nicht jetzt mehr. Da nicht, weil da noch eine Baustelle ist. Ja. Und dass sich keiner verletzt, ist das auch schwierig. Alles klar, vielen Dank. Sehr gerne. Na, auf Wiedersehen. Ist mir doch am Arsch. Jede Freiheit nimmt sie eben weg. Ja. Das war doch der Breck. War das der Breck? Das ist unbereit. Geh ich nochmal um. Ich dreh mich doch jetzt nicht nochmal um. Das war doch nicht der Breck. Doch. Ist der ernsthaft? Ich glaube, das war der. Ne, dann hat er ja einen richtig karrierehaften Aufstieg hinter sich. Abend. Ja, du bist immer so höflich. Natürlich. Er hat sich aber auch nichts anmerken lassen. Ich hab den nicht mal erkannt. So unwichtig ist der Mensch. Hätte schon erkannt, hätte schon mal auf die Fresse gehauen. Wäre ich einfach durchgerannt. Kannst du ja nochmal umdrehen, auf ihn zurennen und eine geben. Das hat der Helmut gestern gemacht. Der Helmut war noch kurz bei mir und hat noch zwei Jens geholt. Und dann ist er noch über sein Auto gefallen, weil er es nicht gesehen hat, weil es so unauffällig ist. Und dann hat der Helmut dem noch mal auf die Fresse gehauen, dem armen Schungen. Gestern hast du noch erzählt, du hast gar nicht so viel Kontakt mit ihm. Und dann zack, war er wieder da bei dir. Ja, naja, der war ja nur kurz da. Ja, der hatte Sehnsucht nach dir. Nee, der wollte dir eins kaufen. Der wollte bestimmt dich sehen. Sag mal, da könnte man vielleicht hier Klick haben und die Jessica sehen, so viel Polizei wie hier ist. Ja, der Helmut wollte bestimmt dich sehen und dann waren die Joints nur ein Vorwand. Ach, das. Glaubst du selber nicht. Ich will mal von der Straße runter. Meine Fresse. Die hatten es aber eilig. Haut ruhig alle ab, da kann ich schon Ruhe einkiffen. Zunächst
Gehst du kurz runter zu dir in die Wohnung? Ich bin doch nicht in meiner Wohnung, ich gehe jetzt runter an den Strand. Willst du dir nicht noch ein, zwei gelesen Wein holen? Das ist eine sehr gute Idee. Ich bezahle. Warum bezahlst du? Du bist ein Resort-Gentleman, meine Fresse. Ja, du hast mir auch gestern geholfen noch bei der Arbeit. Und wegen dir habe ich auch erst einen Job. Muss ich mich mal revanchieren hier. Ach, Junge. Da sind wir schon wieder. Die Frau braucht Nachschub. Das kriegen wir hin. Ja. Ein Glas Wein nochmal? Ja, bitte. Ich nehme gerne Kleid 2. Wie bitte? Ich nehme Kleid 2. Ja, gerne. Du störst gerade einen Kundengespräch, die Dame. Ah, ich nehme so eine Chili-Schweiße. So. Wie viel war das? 40, ne? Dann einmal für die Dame 2 Gläser. Dankeschön. Ich wirklich 2 Gläser Wein. Vielen Dank. So, der Herr bezahlt. Ja, ich bezahle. $10 sind das aber bitte. Was kriege ich? Bitte sehr. Dankeschön. Einen guten Durst. Dankeschön. Wir haben. Auf jeden. Ja. Genau. Was soll das hier ist, nennen wir zu haben? Aber es gibt auch Herren, die man gar nicht mehr so schnell wie du es immer wegtrinkst. Naja. Nicht lang schnacken, Kappe in den Nacken, Junge. Nicht, dass ich dich gleich noch zur Verlobungsfeier tragen muss. Ach, das wär's Ziel, tatsächlich. Halb 9, ey. Das stimmt. Das geht ja erst 22:02 los. Ja, der Spuk hat noch gar nicht angefangen. Ja. Du siehst doch die Schuhe aus. Natürlich. Ja, nur hoffentlich kriegst du sie nachher noch wieder an. Ja, zunächst musst du sie mir anziehen. Das nützt ja alles nicht. Da stehen welche. Hier kannst du keinen rauchen. Ich gehe bloß 10 Meter weiter und dann rutscht dort ein. Ach nee. Die Madison Sportmanagerin ist sie. Ei. Guck mal. Ah. Guck mal. Ah. Da stehen solche Jetskis, ich kann es dir mal angucken. Mit so einem bin ich gestern gefahren. Die haben wahrscheinlich mal ein Airbag. Ja, du fällst ja ins Wasser. Ja, ich kann ja nicht schwimmen. So tief ist das ja gar nicht. Alles kommt wieder zurück auf, an die Küste. Ja, irgendwann, früher oder später, da ist recht. Meine Fresse. Das sind ja schon Verteile. Na, irgendwann machen wir das mal. Ja, mir wurde ja gestern gesagt, dass man buchen kann. Ja, aber du musst mich mit dem Abschleppseil noch herziehen. Ach, das kriegen wir schon dann hin. Ja, die sagten mir gestern, eine halbe Stunde würde $60 kosten. Ja. Und eine Stunde würde $90 kosten. Ne, da kann man auch kleine. Eine Stunde kostet 90 und eine halbe 6. Ja, habe ich gesagt, es ist ja eine Stunde günstiger. Hat er gesagt, ja, wir wollen ja, dass die Leute eine Stunde fahren. Ja, ne, da kann man eine Stunde nehmen, natürlich. Und dann hat er gesagt, entweder kann man frei fahren oder man fährt so eine Art Tour. Man fährt hinter so einen Scout her. Hm.
Das ist bestimmt aber auch nicht schlecht. Ach, guck mal, wir können ja zum Feuer schon gehen. Hat sich der Hugo mal bei dir gemeldet? Seit vorgestern nicht mehr. Ich frage mich, ob der Jünger heute Abend auch dort ist bei der Verlobungsfeier. Ruf ihn doch mal an. Hallo, hier ist dein Tanzchen. Ich wollte wissen, wie es dir geht. Geht schon natürlich wieder nicht ans Telefon, es ist furchtbar, der Junge. Am Ende musst du noch zur Kartbahn fahren, damit du ihn mal siehst. Vor Lachen nicht. Oder einfach in den Bus steigen, in der Hoffnung, er fährt. Ja, das ist auch eine Idee. Oder er denkt auch nicht mehr an sein Dungeon. Wieso denkst du das? Nee, jetzt sonst der sich ja mal auch mal so melden. Und nicht immer nur, wenn irgendwie was ist. Ja, du bist ja Familie. Ja, das stimmt natürlich. Und dann geht man halt lieber zu seinem Kumpel. Wie gesagt, meine Enkelin hat es anders gehandhabt. Wie er gehandhabt? Nee, die ist immer zu mir gekommen, wenn sie irgendwas hatte. Aber sie Oma. Ja, war sie Oma-Kind? Ja, aber totales Oma-Kind. Bis heute ist die Oma-Kind. Wenn sie jetzt nicht in der JVA wäre, wäre sie bis heute immer bei mir. Ich dachte, die ist in der Wäscherei. Ist sie auch, in der Wäscherei in der JVA. Wäscherei, JVA. In der Wäscherei, in der JVA. Das kennt man eigentlich nur so aus Filmen, so von wegen als Strafarbeit. Nö, nee, das hat sie sich freiwillig ausgesucht. Warum macht man das dann freiwillig? Na, damit man eine Beschäftigung hat. Also sitzt sie ein? Vielleicht. Wenn du schon sagst, die macht das freiwillig in JVA und Wäscherei. Ja, die sitzt ein. Okay. Huch. Ja, da hast du dich selber ein bisschen widersprochen. Hast du selber verraten. Ja, das ist richtig. Und wegen was? Ach, wenn du sie irgendwann mal triffst, erzählt sie dir das vielleicht selber. Die Oma verrät nicht. Na, wo wir beim Thema Loyalität sind, so, ne? Was du schon mal gesagt hast. Richtig. Ich hab's ja versprochen. Aber ich sag mal, so das Mädel ist immer zu mir gekommen. Und das ist ein liebes Mädel, die zeigt's noch nicht gerne. Sitzt sie denn zurecht oder ist da auch wieder blitzend passiert, sie da jetzt? Naja, zu Recht, ne? Wie man es. Sie kommt immer darauf an, von welcher Seite man sieht. In meinen Ohren ist das ein gutes Mädel. Und die hätte nicht ins Gefängnis gemusst. Aber naja. Es geht nicht immer darum, was gerecht ist, ne? Recht ist nicht gleich gerecht. So ist es doch immer. Ja, war ja bei meinem Onkel genauso. Richtig, eben. Ach, nee. Das ist noch über eine Stunde hin bis zu dieser dämlichen Party. Bis dahin sind wir schon müde. Aber mit Sicherheit. Da frage ich mich, warum man so spät anfängt. Das verstehe ich auch nicht. Ja, länger als eine Stunde bleibst du dort nicht. Ach nee, es geht ja erst 22.02 Uhr los, also 58 Minuten. Ja. Ja, einmal nur blicken lassen, man wurde gesehen. Genau. Ich meine, vielleicht ist ja auch. Wird's ja auch gut.
Ja, und um 1 Uhr tanzt du dann auf den Tischen rum. Ja, vielleicht. Ja, wenn der eine da von PD ist, dann wird da alles voll sein. Ja. Stell dir mal vor, ist ja keine Hochzeit. Ich wollte gerade schon sagen, ist der Schief da und dann führt er den da zum Altar. Ich verstehe immer noch nicht, warum wir überhaupt eingeladen wurden, aber naja. Die haben anscheinend einfach jeden eingeladen. Haben sie wahrscheinlich keine Freunde. Vielleicht kommt ja jemand. Ja. Siehst du, man hätte vielleicht noch Geschenk besorgen müssen. Ach. Hab ja schon letztens gesagt, ist doch kein Polterabend oder so. Das stimmt natürlich. Und wenn, dann täten mir bloß Europax für den armen Verlobten einfallen. Max, falls ich heute Abend gemein sein sollte, zu der Verlobten, hältst du mich ein bisschen zurück? Ja. Versuch's zumindest, ja. Aber wieso sollst du denn gemein sein, also... Ja, weil die nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Ja, aber du musst ja nicht gleich mit Beleidigung um dich werfen. Nee, stimmt. Ich kann das verpacken und dann schnallt die das eh nicht. Ja, nee, kriegst du noch einen drauf von ihrem Verlobten, von dem PD. Ja, den zeige ich dann an, wäre schon Körperverletzung. Nicht? Ach, nee. Weißt du, was das Schöne an dem Zeug ist? Es ist immer alles leise hell. An welchem Zeug? An diesen Gesundheitszigaretten. Ach so. Die medizinischen? Ganz genau. Es ist alles so hell und so farbenfroh. Solange du nicht 2 Köpfe siehst von mir oder so? Nee, ach. Der bisselt doch nicht. Da müsste ich schon andere Sachen nehmen. Ist das bei Joints eigentlich genauso wie beim Alkohol, dass man sagt, beim Alkohol sagt man ja von wegen Betrunkene sagen immer die Wahrheit? Nee, es kommt immer drauf an. Es gibt Leute, die werden richtig aufgedreht, es gibt Leute, die entspannen, ich entspanne. Ja, nicht, dass du dich hier gleich ausziehst und über den Strand rennst. Nee, glaub mir, das wird nicht passieren. Ach nee. So, der Federico wollte eigentlich zurückrufen, hat er auch nicht gemacht. Bin mal gespannt, ob die Jessica da ist, alles. Na, ich denke mal, das ganze PD wurde eingeladen. Soll ich dich dabei Jessica auch zurückziehen? Nee. Ich werde versuchen, es mir nicht so sehr anmerken zu lassen, aber ich weiß noch nicht, ob das funktioniert. Oder du sprichst sie einfach mal an. Ach, man will ja auch nicht am Ende abstellen, sie bloß gestört oder was, nee. Dann weißt du aber, wo du bist. Ja, ich bin hier. Ja, ich meinte, wie sagt man das? Wo du stehst, meinst du? Genau. Ach, das ist mir egal, ganz ehrlich, soll sie doch mit ihren neuen Freunden rumhängen. Wenn man auf einmal nicht mehr gut genug ist, nur weil sie jetzt beim PD arbeitet, dann ist das eben so. Ich finde echt schade, dass sie so ist. Also ich habe sie anders eingeschätzt. Ja, also wie gesagt, ich habe die ganze Zeit gedacht, ne, die hatte bestimmt zu tun und so. Aber dann hörst du, ja, die hat mit dem geschrieben und mit dem hat sie telefoniert. Ja, dann denke ich mir auch so, ich habe sie versucht zu erreichen. Ich meine, wenigstens eine kurze Nachricht, ne? Ist ja nicht zu viel verlangt. Also wenn jetzt dieses Wochenende wirklich jetzt ihre letzte Woche in Ausbildung sein sollte, sich dann immer noch nicht meldet am Montag,
Dann kannst du nicht am Pitti gelegen haben. Das ist richtig. Ich glaube auch so nicht, dass es am Pitti liegt. Also ich meine, selbst wenn du Stress mit der Ausbildung hast, wie gesagt, eine kleine Nachricht. Hi, Mensch, ich bin gerade sehr am Stress. Ich melde mich, wenn das alles vorbei ist, weißt du, oder wenn ich die Prüfung bestanden habe. Das ist schon nicht das große Thema. Also eine kleine Kenntnisnahme. Ganz genau. Ich habe gesehen, dass du ihn angerufen hast. Ich meine, und diese Überraschung, no, da war ich ja am Anfang auch mit dabei. Da bin ich ja nur gegangen, weil ich Kopfschmerzen hatte. Da hätte man auch wenigstens mal schreiben können. Ich meine, ich habe gehört, du warst auch erst da oder was. Was will man machen? Ja. Das ist es M. Na, nicht, dass du gleich schon bei der Feier einschläfst. Nur, das kann passieren. Wenn die so gut ist wie die letzte Hausparty, dann auf jeden Fall. Machst du wieder deinen Rückzieher? Na, aber sowas, Finn. Musst du mich aber dann auch einbinden. Ja, ja. Wieder nicht zwischen den ganzen Kopf sitzen. Willst du nicht? Verstehe ich gar nicht. Hinterher wache ich morgen früh auf, weiß nicht, was passiert, und plötzlich habe ich die Nummer vom schiefen Handy. Ja, oder du wachst morgen früh in der Zelle auf. Das wäre viel schlimmer. Ja, oder so. Ach nee, dass das immer alles erst zu spät ist, ne? Furchtbar. Naja. Angerufen hat keiner. Hat der Chef eigentlich noch irgendwas geschrieben, weil du ihn gestern kontaktiert hattest? Nee, der hatte ja angerufen, da warst du ja dabei. Und dann habe ich nur noch... ich habe dann bloß noch geschrieben, was halt war. Nee, genau. Und dann hat er ja nur noch angerufen, gesagt, er könnte es auch machen. Weekly Scout. Titten-Tuning und Tunnel, genau. Die zusammenbrechen. Schneller, stärker, lauter, die Tuning-Szene von Los Santos. Genau, lies mal vor jetzt. Los Santos, zu einer besonderen Begegnung kam es am vergangenen Wochenende bei der Eröffnung von Bennys Tuning-Laden. Travis Parker, der Tuning-Superstar und Inhaber von zahlreichen Niederlassungen im ganzen Land, ließ es sich nicht nehmen, einmal mit seinem Tross im provinziellen Los Santos vorbeizuschauen. Zusammenbrechende Tunnel. Am Rande der Veranstaltung schwärmte er unseren Reportern vor. Herr Henker, lassen Sie einmal einen von uns getunten V8 in einem Tunnel aufhüllen und er wird hinter Ihnen zusammenbrechen. Dass das Enfant Terrible der Tuning-Szene auch sonst einen überaus guten Geschmack pflegt, bewies nicht zuletzt die tolle Show und Präsentation der Tuning-Produkte mit seinen Power Girls. Tuning ist in der Stadt längst Ausdruck des Widerstands, vor allem der jungen Generation. So brachte Travis es dann auch auf den Punkt. Für die Polizei sind wir Feinde. Dass Tuning aber nicht nur für die jungen Leute etwas ist, erklären ihnen die Mitarbeiter von Benny sicher einmal in einem persönlichen Beratungsgespräch. Weitere Berichte rund um das Thema Tuning, Cars und Bikes entnehmen Sie bitte unserem monatlich erscheinenden Motorscout. Lokales. Ein Klötz, der die Sicht versperrt. Wurstfabrikant Knüssmanns Neubau am Pier nimmt den Menschen die Sicht in die Luft zum Atmen. Los Santos. Es ist das Wahrzeichen unserer Stadt schlechthin und Sehnsuchtsort so vieler Auswanderer. Das historische Pier mit dem Vergnügungspark und dem weiten sichtbaren Riesenrad und der Achterbahn. Doch wer wie früher einen Ausflug zu dem Ort plant, den trifft wohl ab sofort der Schlag. Der Mann, auf dessen Geheiß hin tausende Tiere im Jahr zu Brät verarbeitet und anschließend in ihrem eigenen Darm abgefüllt werden, hat eine an eine Trutzburg erinnernde Schändung an das Ende unseres Del Perro Piers bauen lassen. Die Rede ist von Knüssmanns wahrgewordenem feuchten Traum,
einer überdimensionalen Wurstpumpe und einem darunter befindlichen sogenannten Restaurant als Unterbau. Der Klotz am Bein, respektive auf dem Bier, zerstört dabei nicht nur historisch gewachsene Sichtachsen, wie den ungehinderten Blick durch das Del Perro-Tor zum Ende des Biers, nee, es nimmt ihm demnächst auch noch die Luft zum Atmen. Denn der Gestank von in ranzischen billigen Öl gebrötenen Disgelaber, bla bla bla, deutschen Würsten in allen Ausführungen, Pommes, die in Mayonnaise ertränkt werden, bla bla, ne, das lässt jetzt nicht alles vor. Gefahr für die Seefahrt ist es auch, ach du Heiland. Scoutmarke in Zukunft noch präsenter und weitreichender, das ist jetzt auch nicht so interessant. Okkultes, ach du Heiland, Walter Weiß veranstaltet Messen. Stehen Necronomicon und Malleus Maleficarium auf dem Leseplan? Aus für gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen am Hofe des Präsidenten unserer lateinamerikanischen Bananenrepublik stammt die neueste beunruhigende Nachricht. Angeblich, so heißt es, veranstaltet Walter Weiß zusammen mit Freunden regelmäßig an wechselnden Orten sogenannte Lesezirkel. Dabei sollen Trank- und Speiseopfer vermutlich in Form von Tieropfern dargebracht, aber auch gemeinsam verzehrt werden. Verzehrt, nicht verzehrt. Die werden nur verzehrt. Verstehe ich nicht. Unbestätigten Berichten zufolge liest man während der rituellen Handlung unter anderem den Necronomicon und den Malleus Maleficarium, den sogenannten Hexenhammer. Wir bleiben für Sie an der Geschichte dran, denn auch wenn das Ganze derzeit nicht verifiziert werden kann, so muss davon ausgegangen werden, dass an jeder Geschichte immer auch ein kleines Fingchen Wahrheit dran ist. Ach du Heiland. Verbraucherpreise steigen und steigen, vieles nicht verfügbar. Was da steht, ist ja jetzt nicht wirklich was Falsches, ne? Nee. Ach du Heiland. Preisexplosion. Jo, nicht überall Sandwiches und Tortas verfügbar. Diese beiden Produkte sind oftmals nur unter der Hand zu erhalten. Ein besonders krasses Beispiel für die extremen Preise in unserer Stadt sind aktuell Eier. Für ein einziges davon soll man bis zu $3 berappen. Ach du Heiland. Mehrere Kanzleien nicht mehr in Betrieb, Sinnlosigkeit des Daseins offenbar Grund dafür. Der Niedergang der Justiz und des Rechtswesens hält unvermindert an. Über die Sinnlosigkeit des Rechtsanwaltsdaseins haben wir in unserer letzten Ausgabe berichtet. Inzwischen mehren sich die Hinweise auf das Einsetzen eines beispiellosen Kanzleistabens. So steht die Kanzlei True Reitz vor dem Aus. Bei Fully und Adders haben zahlreiche Anwälte gekündigt. Der Eigentümer widmet sich fortan verstärkt seiner Gesangskarriere. Andere Kanzleien werden wohl folgen. Es deutet sich an, dass er am Ende wohl nur überleben wird, wer besonders opportunistisch mit dem hiesigen System umgeht, zu Lasten der Mandanten. Ach du Heiland. Venture-CEO Fiona Nava trollt auf eigener Plattform. Sie kann sich nur schwer zurückhalten und kommentiert, ohne nachzudenken. Ja. Bla bla. Arbeitet die Nina jetzt nicht da? Ja, ja. Mit Kommentaren wie echt seriös für eine Anwaltskanzlei, Hut ab. Oder und wieder wurde die Mutter der Propaganda für sowas genützt, so ganz kann man ohne Venture nicht. Belastend mischt sie sich in laufende Diskussionen ein und forciert ihr Bild als führende Meinungslenkerin in diesem Lande. Leider war Frau Nava weder zu einem Kommentar noch zu einem Foto bereit. Kurzmeldung. Adjutant Carson mit Frühlingsgefühlen. Liaison mit Mrs. Stone in aller Munde. Inzwischen pfeifen es die Spatzen von den Dächern und es gibt nur noch ein Thema unter den VIP-Junkies der Stadt. Weiß-Adjutant Carson hat sich frisch verliebt in die junge, attraktive Polizistin Stone und auch sie erwidert offenbar die Gefühle des zweiten Mannes im Staate. Leider waren weder Carson noch Stone bereit, sich öffentlich vor einer Kamera zu ihrer Beziehung zu bekennen. Ist der Carsten nicht da gewesen, den du so machtest? Ja, ja, das war aber der, der die Nina beleidigt hat. Da war auch die Stone mit dabei. Die Stone hat ja gesagt, die Nina sieht aus wie, wie war das? Wie die Collins, ne, und daraufhin hat die Nina die ja aus ihrer Wohnung verwiesen und dann hat der Carsten sie beleidigt. Wie viele Cops der Defekt von zwei Glühbirnchen auf den Plan ruft dagegen schön? Vadim B.
31 alte Fahrer war sichtlich erstaunt und gleichzeitig glücklich, dass er diese Frage nun endlich für sich beantworten konnte. Ganze 2 Streifen, also 4 Cops, rückten aus, um sich um die beiden defekten Glühbirnen an seinem Wagen zu kümmern. Die haben wir nicht anders zu tun, oder was? Nee, sie leben hier sicher. Also. Neu bei den Cops, Platzverbote. Hausverbot und Platzverweis reichen offenbar nicht aus. Die Polizisten sind dann zu überraschen mit einer neuen Maßnahme. Immer wieder hört man inzwischen von Platzverboten. Auch wenn wir bisher kein Gesetz gefunden haben, auf welches dieses neue Mittel zurückgehen könnte, raten wir dennoch allen Bürgern und Bürgerinnen, diese Platzverbote besser zu beachten. Ach du Heiland, ja. Einmal aus dem Grund, dass es derzeit keine Möglichkeit gibt, diese juristisch zu überprüfen, und zum anderen führt die Nichtbeachtung regelmäßig zum Einsatz von Taser und Schlagstock und endet nicht selten im Knast oder Krankenhaus. Kunst und Kultur, Annelie N. Goldkirchen aus England. Girl of the Weeks interessiert mich schon nicht für die kleinen Nord, was zum Basteln schön. In Anzeigen kannst du jetzt schalten. Ei, was da los ist in dem Stadt? Was der Henker da schreibt, wird das über nachgegangen oder? Wie meinst du, wird das nachgegangen? Ja, das. Er kritisiert ja. Ja. Denken sich die anderen, ach, lass den labern oder? Ne, ich hoffe doch nicht. Also ganz ehrlich, wenn ich das lese, da wird mir Himmel Angst. Ich meine, wenn du das liest, ne? Ei. Sag's. Platzverbote. Und wenn du nicht weißt, wenn du danach fragst, wirst du niedergeknüppelt. Ne, ich meine, das ist doch kein Zustand. Ei, nee. Und da kriegt man nicht von mit normalerweise, ne? Na, man kennt's ja, wenn man da allein ist und dann 2 Cops. Die Cops wird mal recht gegeben. Oder man kann es ja schlecht beweisen. Ja, eben. Ich finde es gut, dass der das mal aufdeckt, ne? Ach, nee. Ja, und das Carson und Stone zum Beispiel, das stimmt ja. Das wissen wir ja schon. Das hat ja die Nina auch schon erzählt. Da warst du schneller als der Enker. Ja, ich weiß nicht, wie neu die Info ist tatsächlich, ne? Aber das kannst du ja, ne, siehst du, das siehst du mal. Der schreibt die Wahrheit in seiner Zeit. Hallo, Kleinste. Patti, Künstlerin, na? Wundervoll, ich finde sie so cool, die Bilder. Für Kinder schlagt es selber, dann muss ich jetzt ein bisschen lachen, sagst du. Ei. Naja, mit dem Tuning habe ich nichts zu tun. Nicht? Nein. Stell dir mal vor, der kleine Panto, das wird noch so ein richtiger Flitzer. Naja, nee. Wenn du dann von den Cops abhaust, die kriegen gar nicht mit, dass du so viel PS hast. Ich halt doch nicht vor den Polizisten ab. Kann ja sein, wenn du mal beim Joint erwischt wirst. Da renne ich doch nicht weg. Aber nee, Mensch, der Weekly Scout, das kennt es. Schade, dass der nur immer in der Woche kommt. Sie ist halt immer noch keiner zurückgerufen von denen, ne? Weder der Hugo noch der Federico. Ach. Der Weekly Scout, der landet ja scheinbar bei jedem irgendwie im Mailfach. Er müsste viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Das ist richtig, ne? Ich habe den abonniert tatsächlich. Den nie abonnieren und trinken trotzdem immer. Ach so, ja, nee, ich hatte gleich am Anfang, gleich beim ersten stand es ja irgendwie und da habe ich den Herrn Henker angeschrieben, dass ich den schon gerne lesen tät. Ich finde es das gut, dass die das mal alles wirklich, ich meine ganz ehrlich, ne, in dem Wiesel News liest du von sowas nicht. Nee, man denkt sich so, Wiesel News sind so zensiert. Ja, es wirkt so, da hast du recht. Ja, der Henker muss die Weekly Scouts auch mal so richtig groß aufziehen. Das stimmt. Ne, die wollen es ja vergrößern. Stand ja drin, das habe ich jetzt nur nicht vorgelesen. Es war so viel.
Na, ich meine, und wenn du einen Polizisten fragst, natürlich sind die dann nicht dafür, dass da ihre Machenschaften aufgedeckt werden, nicht wahr? Ja, aber es muss ja immer noch jemanden geben, der auch die Polizei kritisiert. Richtig. Weil die stehen ja nicht über dem Gesetz, die dürfen ja nicht machen, was sie wollen. Ja, da hast du völlig recht, ne? Ei, nee. Umso mehr ich drüber nachdenke, umso weniger Lust habe ich auf die Party. Nicht, dass wir dort ein Platzverbot kriegen und dann werden wir zusammengeknippelt. Du kannst ja gleich die Polizisten drauf ansprechen. Ich habe da was gelesen. Können sie mir mal Auskunft geben? Denkst du, die täten da ehrlich drauf antworten? Du hast ja nur nett gefragt. Ja. Und du als alte 76-jährige Dame, die dich interessiert hast. So langsam denkst du wie ich. Das ist erschreckend, Max. Wirklich ja. Erschreckend. Ja, was passiert, wenn man so viel mit dir zu tun hat? Ja. Schlimm ist das, Max. Wirklich schlimm. Ach nee. Ist es noch lange bis zu der doofen Party? Wir haben 5 nach 9. Ach du Heiland. Am Ende sind wir die Einzigen. Nee, ich glaube nicht. Ich will den Federico aber jetzt auch nicht nerven, ne? Wenn er die Einladung verschickt hat, dann ist das seine Aufgabe. Ja, der hat ja gesagt, er ruft zurück. Der Louis wusste auch nicht, wo es ist. Aufgrund außerordentlicher Umstände haben Kronjuwelen geschlossen. Ach so. Mhm. Ich glaube, es war ein Überfall. Meinst du? Na, wenn sie sowas sagen, sowas schreiben. Ja, das kann natürlich sein. Letztens, als man immer hört, häufiger irgendwie hier Überfall, da Überfall. Ja. Und dann liest du da bei Henker so solche Sachen wie wegen Glühbirne austauschen, 4 Polizisten. Da fragt man sich, was machen die eigentlich? Ja, aber allerdings. Kannst du ja heute Abend mal fragen, was die so machen. nur wenn du sie auf Henkers Zeitschrift ansprichst. Ich überleg's mir. Ach, Max, mir ist langweilig. Ich will nicht mehr so lange warten. Und was schlägst du vor? Ja, keine Ahnung. Wollen wir nochmal dort neuf gehen, aber dort ist auch langweilig. Ja. Oder wir laufen am Strand lang, keine Ahnung. Nochmal soll ich den Stream jetzt beenden, weil mir ist. Ich habe echt keinen Bock mehr, aber. Ja. Die Fitchens kann ich gar nicht rauchen, das ist das Durchschalt. Mein Gott, wie kann man auch so dämlich sein, eine Feier erst zu spät starten zu lassen, ehrlich? Das kennt man normalerweise nur bei Discos, wenn ein Live-Act kommt. Richtig, Meteor Street. Schwimmsachen soll man mitbringen, ich gehe doch dort nicht baden. Nee. Und seine eigenen alkoholische Getränke? Ja, die steht da noch. Aber ich hab noch Weinchen. Alles wollen gut. Wollen wir gleich den ganzen Ding kaufen und sagen wir, ja, den ganzen Koffer rum. Nehmen wir immer mit. Zum eingepackt, bitte. Dann geben sie uns gleich den Autoschlüssel. Ach nee. Nicht, dass du gleich hier schon am Strand einschläfst. Ja, das kann passieren. Ich guck gerade noch ein bisschen bei Venture rum.
Aber da ist auch nichts Gescheites, ne? Irgendwo noch hinfahren, keine Ahnung, irgendwelche Besorgungen machen. Ich bräuchte Wasser. Das klingt nach einer Idee. Auf geht's. Ja.